Hi liebe Leute, heute bei BikenTV ein technisches Video über die neue Insta360, also das aktuelle Modell. Und das kann wieder mehr als das Modell davor. Deswegen stellt Heiko, mein Kollege, euch das mal genauer vor. Ich selber bin leider, was so Technik angeht, nicht so affin. Das heißt, es ist mir einfach viel zu viel. Ich will ja nur auf Aufnahme drücken und dann soll alles gut sein. Die ganzen Möglichkeiten zeigt euch der Heiko. Er ist nämlich beruflich Filmer und kann euch also voll alle Vorteile und Optionen zeigen. Ihr kennt ihn vom Gravelman Video, Gravelbike Touren. Da kommen jetzt auch noch mehr. Die neuen Gravelbikes sind da. Ich verlinke euch alles mal unten und viel Spaß jetzt mit dem Video über die Insta360. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr habt mit den ganzen Einstellungen, die man so haben kann, dass die Kamera einen zeigt oder die Welt zeigt und sieht ja auch verrückt aus auch, wie welche Perspektive ihr am besten findet. Also ich finde ja am Helm oder am Brustgurt am besten, aber ich weiß, viele von euch mögen noch mehr, deswegen schreibt mal rein, welches euch gefällt. Viel Spaß und bis dann. Ja, hallo Leute, ich bin Redakteur und Kameramann bei VeloTotal. Und der Marc hat mich gebeten, hier auf BikenTV für ihn die neue Insta360 One X2 vorzustellen. Die X2 ist jetzt halt eben im Gegensatz zur One R eine reine Kompaktkamera. Also die ist so, wie sie sich jetzt da darstellt. Schaut aus wie ja, so ein kleines Handy eigentlich. Und im Gegensatz zur One R, die wo halt ein modulares System hat, also man kann hier die Objektive wechseln, hat man hier halt ein feststehendes 360 Grad Objektiv drin und dadurch ist die auch für reine 360 Grad Aufnahmen ausgelegt. Das Gehäuse ist sehr handlich, hat also eine Länge von 11,3 cm und eine Breite von knapp 5 cm. Die Tiefe ist ein guter Zentimeter und also wirklich ein kompaktes Ding und passt in jede Hosentasche. Die Kamera hat an der Rückseite einen kreisrunden Touchscreen. Der schaut jetzt ziemlich klein aus, ist auch klein, aber ich finde, man kommt eigentlich gut zurecht und dort lassen sich halt sämtliche Einstellungen vornehmen. Und natürlich gibt es dann auch eine App dazu, also man kann auch die Kamera auf dem Handy dementsprechend voreinstellen oder auch mittendrin halt umstellen. Die X2 kann in 5,7K, in 4K und in 3K aufnehmen, zwischen Frameraten von 24 bis zu 100 Frames per Second. Also das entspricht ungefähr einer vierfachen Slow-Mo, wenn man also hier kleine Slow-Mo-Aufnahmen noch zusätzlich machen will. Ich persönlich finde jetzt hier gut, dass man auch in 5,7K in 24 und 25p aufnehmen kann. Das heißt, wenn man jetzt mit zwei verschiedenen Kameras, zum Beispiel mit so einer Action-Cam und mit einer zum Beispiel einer großen XT-Cam-Fernsehkamera arbeitet, dann haben wir immer das Problem, dass du einmal das Format in 25 Bildern hast und einmal in 30 Bildern. Und wenn du die Szenen dann zusammenschneidest und zum Beispiel in 30p ausspielst, dann hast du bei den Aufnahmen, die mit 25 Bildern gemacht wurden, einfach immer ein Ruckeln drin. Und umgekehrt ist das Gleiche. Du kannst natürlich das Ganze dann auch in 25p ausspielen. Allerdings hast du dann in der 30p Aufnahme ein Ruckeln drin, weil ja quasi der im Rendervorgang pro Sekunde 5 Bilder aus diesem Material herausgenommen werden. Das heißt, die Taktung passt nicht mehr richtig zusammen. In die Kamera wurde auch die Flow State Bildstabilisierung integriert. Die funktioniert wirklich sehr gut. Also ich bin top zufrieden mit der. Natürlich bei richtigen Rüttelbewegungen, also so nähmaschinenmäßig, da stößt die Kamera dann auch an ihre Grenzen. Also das ist das Gleiche wie bei der One R, das gleiche Phänomen, also bei richtigen schnellen Rüttelbewegungen, da ist das Bild zwar immer noch stabil, also das wird immer noch gut angeglichen, aber die Bildqualität ist halt ja bedeutend schlechter. Aber insgesamt muss man sagen, ausreichend und sehr gut. Natürlich ist die Kamera auch wasserdicht. Der Hersteller verspricht eine Wasserdichtigkeit bis zu einer Tiefe von 10 Metern. Das heißt, die ist natürlich dann auch für Unterwasseraufnahmen gut geeignet. Dann gibt es natürlich auch viele Zubehörteile dazu. Also es gibt hier zum Beispiel nochmal so einen Linsenschutz.
den kann man auf beide Seiten drauf machen, ist sehr praktisch. Ich habe den jetzt noch nicht drauf, aber ich werde den wahrscheinlich drauf machen, wenn ich jetzt die ersten richtigen Drehs mache. Dann gibt es diverse Montagemöglichkeiten. Ich meine, das meiste kennt man für Helm, für den Lenker am Rad. Je nachdem, wo man es befestigen will, am Körper. Also ich habe hier ein riesiges Tool an oder Set an Montagetools dabei. Die sind mit den Montagetools von GoPro kompatibel und ja, nicht zu sagen identisch. Also die kann man dann auch mischen, wenn man vielleicht schon eine GoPro hat. Muss man sich jetzt nicht unbedingt nochmal das komplette Set hier zulegen. Dann haben wir hier den Zauberstick oder Selfie-Stick. Eigentlich ist es ein ganz normaler Selfie-Stick, ist allerdings eine Eigenentwicklung oder eine Entwicklung. Hier steht Designed for Bullet Time und das Bullet Time Tool, das ist praktisch auch nochmal so in Kombi. Das kann man hier, dann, hier bzw. hier unten draufschrauben. Das ist so ein Griff, wo man das Teil dann in sich drehen kann und dann kann man von sich aus vom Prinzip her eine 360-Grad Aufnahme machen. Die Kamera läuft halt dann um dich rum und hat dich dann vorne, hinten, seitlich und überall drauf. Genau, der Selfie-Stick ist recht lang, ist fix auseinandergezogen. Man hat eine gute Reichweite vom Körper weg oder vom Objekt weg. Jetzt haben wir hier bei 360-Grad-Aufnahmen eine interessante Besonderheit. Und zwar, wenn man die Kamera richtig montiert, die muss also hier genau gerade, das kann man ein bisschen sehen, montiert werden. Also nicht, oftmals gibt es hier auch noch so Gelenkköpfe. Also die darf nicht so stehen oder so, also so nicht oder so oder halt so geneigt soll sie nicht stehen. Also immer genau so senkrecht draufgeschraubt. Und der kiet sich nämlich dann, also der verschwindet, deswegen nennt man diesen Stab auch den Zauberstab, im Bild. Also man sieht den dann nicht mehr. Jetzt fragen sich bestimmt manche, wie das funktioniert. Das ist ganz einfach. Und zwar haben wir hier, ich schraube das nochmal runter, bei der 360-Grad-Kamera immer einen toten Winkel. Das heißt, die Kamera nimmt wenn ich jetzt mal die Linse nehme, von hier bis hier fängt die Bilder ein. Aber, und dann geht es quasi auf der anderen Seite, also nimmt die Perspektive wiederum auf, hat dann hier das Komplette im Bild und dann oben haben wir das Gleiche, hier ist auch ein toter Winkel und seitlich auch. Dadurch ist im Bild im Endeffekt dieser Stick nicht mehr zu sehen. Jetzt setzt man die zwei Hälften dann, also die Kamera setzt dann ja automatisch die zwei Hälften zusammen, also die Seite und die Seite, und in der Mitte fehlt ein ganz kleines Stück. Und dadurch wird quasi dann der Stick unsichtbar. Also das ist eine ganz einfache Sache vom Prinzip her. Aber wenn man es nicht weiß, dann wollte ich es jetzt mal erzählt haben. Genau, ja, dann kommen wir mal zum Thema Ton. Das habe ich bereits in meinem anderen Video von der One R, bin ich ein bisschen näher drauf eingegangen. Ihr könnt euch das Video ja mal anschauen, Link steht unten. Und da will ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Die Kamera hat einen 360-Grad Audio-Mikrofon. Die nimmt also alles auf in jeder Richtung drumherum. Ich sage nur so viel, es ist einigermaßen zufriedenstellend. Allerdings zieht es halt hier wirklich auch jedes Mini-Geräusch laut auf die Tonspur und vor allem Vibrationen. Also das ist ein Manko, wenn man die Kamera irgendwo montiert hat, also hier und dann noch am Lenker oder irgendwas, und das klopft halt, ne? Das vibriert, und diese Vibration, die hast du dann im Vordergrund auf der Kamera drauf. Wenn ich die Kamera am Körper halte oder
an einem beweglichen Gimbal zum Beispiel, dann ist das Geräusch nicht mehr so laut, also deutlich leiser. Und dann ist, finde ich jetzt, das Mikrofon wirklich ausreichend und gut. Also die Tonaufnahmen kann man dann auch wirklich in ein fertiges Video mit einbauen. Aber wie gesagt, wenn die irgendwo fest montiert ist und viele Rüttelbewegungen sind, dann zieht das Mikrofon einfach diese Vibrationsgeräusche, die ganz leicht entstehen, in den Vordergrund. Und das ist halt dann wieder nicht so gut, aber man kann schon was anfangen damit. Ein Wort möchte ich noch zur Bildbearbeitung oder Nachbearbeitung sagen. Also man hat diverse Möglichkeiten auf der App, kleinere Videos zu schneiden. Allerdings ist es so, dass man hier halt dann schon ziemlich einen Speicherfresser hat. Also die Dateien werden hier im, entweder man kann es einstellen, entweder im H264 Codec oder im H265 Codec. Aber mit 5,7K kommt da trotzdem nochmal ein ganz schönes Datenpaket zusammen. Ich mache es vorzugsweise auf dem Rechner, und zwar in Premiere Pro von Adobe. Und da gibt es also ein Plugin von GoPro, das funktioniert hier genauso, also es funktioniert eigentlich bei den meisten 360ern oder für die 360er VR-Aufnahmen, und dort hat man dann wirklich die Möglichkeit, die Szenen dann entweder statisch zu schneiden. Oder wer sich ein bisschen mit Keyframes auskennt, der kann dann im Endeffekt dort auch Schwenks nach oben, nach unten machen. Wenn man dann ein 1080p Video schneidet, dann kann man auch mit Skalieren ein bisschen arbeiten. Also man kann raus und rein. Ich meine, ihr kennt ja die ganzen Videos von Insta, die kleinen Werbefilmchen, wo eben da schon so Beispiele gezeigt werden, was man da alles machen kann. Aber man braucht schon bei diesem Datenmaterial, vor allem wenn man ein bisschen einen längeren Film schneidet und in guter Qualität ausspielen will, also zum Beispiel ein ProRes Codec oder so, oder gar als Animation. Das sind dann schon richtige Datenpakete. Also man braucht auf jeden Fall einen Rechner mit viel Arbeitsspeicher. Ich habe jetzt auf meinem 32 GB RAM-Speicher drauf, aber ich muss sagen, ich stoße hier jetzt schon an die Grenzen. Also 32 ist eigentlich Pflicht, besser höher. Geliefert wird die Kamera im Standardpaket mit der Kamera, einem Akku, dann diesem Linsenschutz hier. Und diversen Zubehör wie einem kleinen Täschchen, wo man es verstauen kann, und einem Linsentuch zum Reinigen. Das Zubehör muss man sich halt dann extra kaufen, oder wer schon eine GoPro hat, kann sich da erstmal weiterhelfen. Beim Zubehör ist es so, speziell Befestigungsmöglichkeiten bietet Insta verschiedene Pakete an. Das ist jetzt zum Beispiel das Motorcycle-Paket. Hier haben wir das Helmet-Mount. Paket, also speziell für einen Helm, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Also hier ist ein reiches Programm, was man sich nachbestellen kann oder halt zusätzlich zulegen kann. Ja, als kleines Fazit kann ich sagen, mir gefällt die Kamera sehr gut. Vor allem das kompakte Gehäuse. Die Bedienmöglichkeiten am Display sind ausreichend. Insgesamt kann man auch noch sagen, ein Wort zum Gehäuse, das ist sehr stabil verarbeitet. Ich finde hier jetzt auch die Deckel haben hier ein bisschen ein etwas anderes Verschlusssystem wie jetzt zum Beispiel die One R. Und man sieht einfach, dass das alles ein bisschen stabiler verarbeitet ist. Also auch das Verschlusssystem, das ist einfach einfacher zu handeln. Also einfach kurz drauf gedrückt, fertig. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich die Kamera oft einsetzen werde und dass man hier auch wirklich schöne und interessante Perspektiven setzen kann. Und für 490 Euro, sage ich jetzt mal, hat man hier eine Kamera, mit der man auch ein paar Jahre
arbeiten kann, die man auch im professionellen Bereich auf jeden Fall als Zwischenbild oder Schmuckbild einsetzen kann. In diesem Sinne, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch die Kamera ein bisschen näher bringen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!